Willkommen zurück zu MRG 3. Ja, und weiter geht's mit der 10. Mission. Viel Spaß. Okay, eine Demonstration. Nicht genehmigte Demonstration im Bereich des Frachthafens. Angeblich sollen sich Dioxinfässer an Bord eines demnächst auslaufenden Schiffes befinden. Eine Überprüfung der Ladepapiere hat allerdings nichts Entsprechendes ergeben. Beenden Sie die Demonstration und... keine Ahnung. So. Auf jeden Fall brauchen wir die Polizei und die nochmals Polizei. Ja. Die werden natürlich gewaltbereit sein. Okay, das sind die Arbeiter, die werden jetzt nichts machen. Aber das wird zu leicht sein. Also, wir haben jetzt einfach nur die Demonstranten, oder? Alle Demonstranten möglichst ohne Gewaltanwendung festnehmen und abtransportieren. Wie wär's mit der... ist das eine Granate? Kleine Granate, sehr gut. Ach, war sonderbar, ne? Weil viel brennen kann er ja zum Glück nicht. Okay, so nah jetzt auch wieder nicht, ne? Aber ich denke mal, bis hierhin könnte schon mal. Der gepanzerte Wagen kann natürlich viel näher. Mal gucken, vielleicht ist die Mission doch gar nicht so schwer. Den stellen wir mal hier hin. Wenn man nämlich jetzt einen festnimmt, dann kommen die alle anderen auf einen. Deswegen muss man möglichst viele haben. Wie viel brauchen wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 Beamte. Wie viele sind hier drin? 6. Okay. 12. Uiuiui, jetzt kommen die wieder auf uns zu. Jetzt müssen wir uns schnell abhauen. Okay, ich würde sagen, alles oder nichts, Leute. Jetzt muss es Schlag auf Schlag gehen. Da holen wir nochmal direkt nochmal Verstärkung. Sicher ist sicher, weil bei Demonstrationen gibt es immer Leute im Überfluss. Warten wir noch kurz, bis unsere Verstärkung kommt, weil die werden hier immer aggressiver. Gut, weil die reißen uns hier gleich die Hütte ab oder ein. Das Wichtigste ist schon mal, dass wir die schön verteilt machen, damit wir die besser gleich besser anklicken können. Aber bloß nicht so nah zu den Demonstranten, sonst kommen die gleich alle angerannt. Das wollen wir ja nicht. So, alles schön hier hinten in der Nähe. Dann dürfte es auch nicht allzu schwer sein. Hoffentlich mal, ne? Okay, das war nicht geplant. Das war überhaupt nicht geplant. Das war nicht geplant, Leute. Das war absolut nicht geplant. Ah, das sind noch mehr Leute. Okay, bislang sieht es gut aus. Aber ich glaube, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Okay, jetzt haben wir noch drei Demonstranten.
und noch etliche Polizeikräfte. Also Leute, so löst man eine Demo auf. Das wird nichts bringen, das ist ein, wie heißt es, ein gepanzertes Auto. Falls doch, bringt es nicht viel. Hoffentlich gehen die Dinger gleich nicht hoch. Aha, wir werfen das Teil, aber bringt nichts. Wir waren nämlich schlauer. Weil wir schicken nicht zu einer Demo so ein Auto, was brennen kann, ne? Also. Dann haben die nicht mit uns gerechnet anscheinend. Da können die so viel schmeißen, wie die wollen. Den können wir freilassen, das ist nur ein unbeteiligter Arbeiter. Es sei denn, er steckt dahinter. Das wäre natürlich nicht so gut. Und Schaden nimmt es auch nicht, genau, das ist gut. So, die Leute jetzt auch nochmal hier rein. Ach, ist er voll? Okay. Jetzt nehmen wir nochmal die restlichen in Gefangenschaft, bevor die hier noch mehr Scheiße fabrizieren. Solange die Granaten jetzt nicht hochgehen. Jetzt brauchen wir nochmal einen Einkaufswagen. Oder können wir hier auch welche transportieren? Ich glaube schon, ne? Ja, dann machen wir das mal. Okay, die Folge wird wahrscheinlich kürzer sein. Hätte ich nicht mit gerechnet. Weil so ein kleiner wütender Mob, was kann er hier mit meiner Armee ausrichten? Aber das wird dieses Schiff gewesen sein. Auch schon wieder voll. Okay. Noch mal ein Auto holen und noch mal lesen. Was ist mit dem Kutter? Sollten wir jetzt an Bord oder was? Durfte der jetzt nicht den Hafen verlassen? Wenn ja, haben wir ein kleines Problem. Das wäre auch so schön, um wahr zu sein, ne? dass die Mission so leicht ist. Oi. Okay, ich habe nichts gesagt. Da brauchen wir auf jeden Fall das Rettungsboot. Feuerlöschboot, ja, auch auf jeden Fall mal eins. Transportfahrzeug, Motorboot auch. Wir haben noch nicht mal alle Leute hier abtransportiert und jetzt schon wieder ein neuer Fall. Neue Aufgabe. So, nämlich kein Fall. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Schon unterwegs. Was haben. Ah, die ganzen Leute. Ja, da guckt der blöd. Ne, jetzt haut doch mal ab, sonst werdet ihr gleich frittiert. Oh, das ist nicht gut. Das gibt noch eine Katastrophe, das sieht man jetzt schon. Müssen wir erstmal eine geeignete Stelle finden zum Ablegen. Nämlich hier. Hier kommt schon mal pünktlich das Feuerlöschboot. Die letzten Demonstranten abtransportieren. Nochmal kurz die Aufgaben checken. Brände löschen, alle Demonstranten möglichst ohne Gewalt haben wir jetzt fertig. An Land bringen alle verletzten Personen. Okay. Und jetzt. Okay, du kannst auch mal einsteigen, du jetzt auch mal kurz und dann zurück zur Basis. Das müssen hier alle gewesen sein. So, wo ist das kleine Schiffchen? Hier. Löschen. Ah, das Boot ist noch nicht da, oder wo ist das? Ach, hier hinten, gut. Brauchen wir auf jeden Fall auch Feuerwehrmänner. Mit ABC-Schutz, oder? Ja, ist ja dekontaminiert. Oder wie man das auch immer nennen mag. Auch hier können wir auch einen hinstellen, okay. Holen wir am besten noch ein Boot. Und stellen das am Anfang hin. Eines der Dioxinfässer ist gerade im Bereich der Kaimauer untergegangen.
untergegangen. Na, das wäre ja auch mal schön, wenn hier alles reibungslos klappen würde. Alle kurz aussteigen, weil wir brauchen jetzt erstmal einen hier hin. Einsteigen. Und dich brauchen wir hier ganz vorne. So, da brauchen wir auf jeden Fall auch Taucher, ne? Das Boot löscht hier schon fleißig. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn du hier vorne löscht. Wollen wir einfach noch ein Boot? Weil Geld haben wir ja noch im Moment genügend. Vorne ist der auch dekontaminiert. Das ist nicht gut, bevor dir die anderen jetzt auch ansteckt, versuchen wir die jetzt schnell zu bergen. Schaffst du noch einen? Gut. Weil gleich ist der jetzt auch noch dran. Oh, jetzt sind die anderen auch alle, egal. Jetzt sind die anderen auch. Naja. Warum ist ein Dekontamination. Ein Dekontaminationsfahrzeug, Mann, was für ein Wort. Jo, holen wir nochmal direkt mit zwei Stück. Das können wir euch nämlich prima helfen. Ach, das ist kein Dekontaminationsfahrzeug, deswegen kein Wunder, warum das auch nicht geht. Ja, ich gebe doch schon Gas. Mehr als Hexen kann ich auch nicht. So, das Boot kann ich jetzt in Bewegung setzen. Das kann hier vorne die Wände löschen. Die Person noch. So, hier haben wir jetzt nämlich noch drei Personen insgesamt. Jetzt holen wir noch ein Fahrzeug. Oder mal hier vorne. Ne, ich denke mal, einer reicht uns mal hier vorne. Scheint nichts zu sein. Das Fahrzeug braucht hier noch 30 Jahre. Mit Mordsgeschwindigkeiten nämlich. Fährt er hier ran. Komm, gib doch mal Steuer auf. Die fahren hier aber auch hier. Irgendwie in der 30er-Zone. Okay. Im Bereich der Keilmauer. Da muss man die Mauer jetzt auch erstmal finden. Zunächst erstmal die Person wieder an Land bringen. Und jetzt. Warum kann man die hier nicht reinpacken? Erstmal einsteigen und geht immer noch nicht. Irgendwas machen wir anscheinend falsch. Ach, er ist gar nicht dekontaminiert. Was ist das denn für ein Wort, wenn komisch ist? Der geht auch nicht. Wahrscheinlich ist er auch clean. Dann nimmt man hier diese Leute mit. Weil wenn die nämlich clean sind, klar, ne, dann gehen die nämlich gittert nämlich nicht, ne? Jetzt können wir aber so langsam versuchen, die Fässer einzusammeln, falls es geht. Hier mit dem Rettungsboot, nein. Lassen wir mal die Person einsteigen. Sehe ich auch drin jetzt, okay. Okay, der ist jetzt fertig. Reicht ja keine Mauer, da brauchen wir auch Taucher oder hier so einen Kran. Jetzt schnell weg, sonst stecken die sich wieder gegenseitig an. So, mal gucken, ob wir jetzt hier die Fässer bergen können. Ja, jetzt geht das. Ich frage mich nur, wo wir die Fässer hinbringen müssen.
Wahrscheinlich erstmal hier ablegen, weil die Personen sind jetzt hier nicht in der Reichweite. Auf den Weg. Los geht's. So, jetzt können wir keine Fesseln aufnehmen. Versuchen wir, die mal hier an Land zu bringen. Aber die Folge endet hier. Bis weiter geht's in der nächsten Folge von MRG 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss.